Hallo allerseits. Nachdem ich schon vor einer Weile vorgeführt habe, wie man Schnee im Dioramenbau darstellen kann, möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ich diese stark abgenutzte Wintertarnung auf meinem rumänischen R2-Panzer hinbekommen habe. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, wurde der Wintertarnanstrich in der Regel über den normalen Anstrich aufgetragen. Dabei wurde häufig nicht auf herkömmlichen Lack zurückgegriffen, sondern auf Dinge wie Schlemmkreide oder Kalkfarbe, die keine gute Haftung besitzen. Deswegen sieht man auf Referenzbildern oft Fahrzeuge mit sehr abgenutzten Wintertarnungen. Das kann auf einem Modell sehr reizvoll aussehen und zum Glück ist die Umsetzung eines solchen verwitterten Wintertarnanstrichs auch vergleichsweise einfach. Hier seht ihr meinen R2-Panzer im grünen Sommertarnschema. Ich habe bereits die Abziehbilder aufgebracht und sämtliche Details wie Laufrollen, Ketten und Werkzeuge fertig bemalt. Das Modell ist zudem mit einer Schicht seitenmatten Klarlack versiegelt. Damit ist das Modell bereit für die Wintertarnung. Dafür brauchen wir Maskohl von Humbrel, ein Stück Schaumstoff, Matt 5 Acrylfarbe von Revell und Airbrush-Reiniger von AK Interactive. Das Maskohl ist eine Abdeckmasse, die sich später wieder leicht entfernen lässt. Es wird einfach mit dem Schaumstoff auf das komplette Modell aufgetupft. Genau dort, wo wir das Maskohl aufgetupft haben, wird später die grüne Tarnfarbe wieder zum Vorschein kommen, nachdem wir das Modell mit Weiß überlackiert haben. Man kann im Übrigen so eine verwitterte Wintertarnung auch mit der Haarspray-Methode erzeugen, aber ich nutze stattdessen lieber Maskohl. Die Abdeckmasse trocknet innerhalb weniger Minuten und man kann gleich im Anschluss die weiße Acrylfarbe mit der Airbrush auf das Modell sprühen. Dabei ist darauf zu achten, dass man keine homogene deckende Farbschicht aufträgt. Stattdessen empfehle ich, die grüne Farbe und die Abziehbilder an einigen Stellen noch deutlich durchscheinen zu lassen. Je unordentlicher es aussieht, desto besser. Nachdem die weiße Farbe trocknen konnte, kann nun das Maskohl wieder entfernt werden. Dafür nutze ich gerne einen Borstenpinsel oder meine Finger. Manchmal ist auch ein Zahnstocher recht nützlich dafür. Das Maskohl löst sich in der Regel recht leicht wieder ab. Konkurrenzprodukte wie zum Beispiel Revell Colorstop sind zwar ähnlich in der Anwendung, lösen sich aber nicht ganz so leicht wieder ab. Es nimmt ein wenig Zeit in Anspruch, bis man das Maskohl vom ganzen Modell wieder abgerieben hat, aber ich schätze diese Methode sehr. Man bekommt so recht einfach überzeugende Lackschäden hin und die Farbe löst sich auch nur dort ab, wo das Maskohl vorher aufgetupft wurde. So lässt sich der Umfang der Abplatzer schon im Vornherein bestimmen. Wer möchte, kann an dieser Stelle schon aufhören und das Modell je nach Wunsch weiter altern. Ich gehe hier noch einen Schritt weiter. Die Abplatzer sehen zwar schon schön aus, aber es sieht mir nicht verwaschen und abgenutzt genug aus. Dafür kommt nun der Airbrush-Reiniger zum Einsatz. Dieser wird mit einem relativ dünnen Pinsel nur in geringen Mengen und punktuell aufgetragen und löst die weiße Farbe wieder ein wenig an, was zu sehr überzeugenden Alterungseffekten führt. Dadurch sieht die Wintertarnung einfach noch abgenützter und verwaschener aus. Natürlich ist hier Vorsicht geboten, denn der Reiniger kann leicht die darunterliegenden Farbschichten angreifen, wenn man zu lange an derselben Stelle arbeitet. Deshalb habe ich das Modell auch vorher mit Klarlack versiegelt, denn der Klarlack hält deutlich mehr aus als die weiße Farbe, die wir darüber aufgesprüht haben. Im Grunde genommen machen wir hier genau das Gleiche, was auch am echten Fahrzeug passieren würde. So bearbeite ich Sektion für Sektion des Modells, bis mir der Grad der Alterung gefällt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, finde ich, und der komplette Prozess kann in ungefähr einer Stunde durchgeführt werden. Das Wichtigste ist jedoch, dass das Ganze Spaß macht und man ohne große Umwege zu einem zufriedenstellenden Resultat kommt. Anschließend habe ich das Modell noch stark verschmutzt. Dafür habe ich wie sonst auch immer etwas Erde aus dem Garten und Ölfarben benutzt. Ich hoffe, ihr findet diese Anleitung interessant und hilfreich. Was haltet ihr von dieser Methode? Bitte teilt mir mit, ob es bei euch gut funktioniert hat und ob euch eure Resultate gefallen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilkar Barkas.